In my little box ist da. Wenn ihr wissen wollt, was da drinnen ist, bleibt gern dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Caro und ich zeige euch heute die My Little Box vom Mai. Ja, kommt so in diesem Täschchen. Ein sehr nettes Täschchen eigentlich. Aber ich möchte euch noch das, die Box selbst zeigen. Es kommt in der Verpackung. Und dann innen haben wir eben diese schöne Gestaltung. Und ja, Sunset. Sunrise, Sunset. Okay. Und wenn die Sonne dann, wenn die Tage immer länger werden, dann kommt ein natürlicher Glow zurück. Ein zartes bisschen Sonnenbräune. Und dieses gewisse Sommerglück, du weißt bestimmt genau, was wir meinen. Und wenn die Sonne dann nach einem strahlenden, schönen Tag wieder untergeht, ist sie da, die Golden Hour. Nie sehen wir so gut aus wie im sanften, orangefarbenen Glow der Abendsonne. Der Himmel strahlt in Pink, Orange und Lila und du strahlst einfach mit Get the Glow. Ja. Da steht auch, also da steht mal My Middle Box, My Little Box, so. Dann steht da mal Let It Glow, Let It Glow. Oh, süß. Hm? Und wie gesagt, dieses Täschchen finde ich auch ganz lieb. Und hier haben sie diese Ring hier am Zip noch. Und, ja, süß. Ja, und ich nehme gleich das erste, was mir in die Hände fällt. Das ist Odelay Colossal, eine Watermilk Cleanser, Make-up Remover. Okay, also das soll eben säubern und das Make-up entfernen. Und es ist nicht nötig, das noch mit Wasser abzuspülen. Finde ich interessant. Ich würde es trotzdem abspülen, aber okay. Aber ich finde die Verpackung sehr interessant. Also die gefällt mir. Das finde ich süß irgendwie. Hm. So, dann etwas, was ich weitergeben werde, ist dieser Scrunchie. Sehr schön. In so einer bisschen Knitteroptik. Sehr, sehr schön, aber ja, ich kann es leider nicht brauchen. Ich war sogar heute beim Friseur. Also mit meinen kurzen Haaren kann ich das nicht brauchen, leider. So, dann, was haben wir da noch? Das habe ich schon gesehen, den von Catrice, den Space Glam Holo Highlighter. Der wird weiter wandern, denn den habe ich selbst hier. Den habe ich mir sofort gekauft, wie es den gegeben hat, weil ich sowas einfach liebe. Ne? Der wird aber einfach weiter wandern. Ist auch okay. Dann habe ich hier von My Little Blue Beauty Lipstone Lye Lippenpeeling. Oh, das ist nett. Ein Lippenpeeling in dieser kleinen Tube. Da haben wir 15 ml drinnen, ja, das finde ich ganz nett. Und Lippenpeeling braucht man auch immer wieder, ne? Und dann haben wir hier noch so was Kleines, was ist das? Von Laneige Cream Skin Serapeptide and Toner und Moisturizer. Also das ist, soll einen Toner und eine Creme gleichzeitig sein. Okay. Ich finde interessant, dass das in so eine Verpackung kommt. So. Und das war jetzt die My Little Box. Mit dem Täschchen da. Ups, da ist noch. Nein, das ist nicht. So, mit dem Täschchen dazu. Ja. Nachdem ich da schon mal zwei Sachen nicht brauchen kann, bin ich jetzt nicht der ultimative Fan von dieser Box. Aber es sind insgesamt trotzdem schöne Produkte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu der Box sagt. Würde ich mich sehr freuen. Auch über ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video freue ich mich sehr. Und ja, jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!